Vater Grad. Der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Hättet ihr auch gern eine Superkraft? Als Kind wollte ich immer zaubern können. Die kleine Hexe Bibi Blocksberg war nämlich mein Riesenvorbild. Weil so ein bisserl Magie erleichtert das Leben schon, oder nicht? Ich bin die Ines, Host des Vadegrad-Podcasts. Ein Jahr ist schon vergangen, seit der Hellseher Mike Shiva verstorben ist. Er wollte den Menschen weismachen, dass er ihre Gedanken und ihre Zukunft lesen kann. Ich verlinke euch in den Shownotes eine Podcast-Folge, die ich damals als Nachruf auf ihn gemacht habe. Mein heutiger Gesprächsgast überrascht und verzaubert auch Menschen, aber er gibt ganz offen zu, dass er trickst. Klaus Gremminger ist in München geboren und in Oberbayern aufgewachsen, der Liebe wegen in die Schweiz ausgewandert. Das verbindet uns beide. Er hat Theologie studiert, wie ich auch. Und er kann zaubern. Davon habe ich keine Ahnung. Aber es fasziniert mich, was hinter der Zauberkunst steckt. Wie funktionieren diese Tricks? Das frage ich mich immer, wenn ich in einer Zaubershow bin. Ich habe Klaus Gremminger im Pfarrhaus in Niederuzwil getroffen. Er ist nämlich im Hauptberuf Seelsorger in der katholischen Pfarre dort. Im Besprechungszimmer haben wir den nötigen Corona-Abstand gut einhalten können. Und dort haben wir über seine neue Zaubershow gesprochen. Darüber, was Zauberkunst so faszinierend macht. Und wir haben überlegt, was Zaubern und Seelsorge verbindet. Viel Spaß mit diesem Gespräch. Klaus Gremminger, du bist Seelsorger in Uzwil und Zauberkünstler. Schon seit du ein Kind bist, fasziniert dir das Zaubern. Von allen Hobbys dieser Welt, warum genau das Zaubern? Also angefangen mit dem Zaubern, das habe ich schon wirklich als Kind. Also da war ich in der 2. Klasse Grundschule. Und da war, das ist übrigens ganz typisch für einen deutschen Zauberkünstler, da war der Zauberkünstler Hardy bei uns. Er ist immer noch Deutschlands bekanntester Zauberkünstler. Ich kenne ihn gar nicht. Also Kinderzauberkünstler. Und dieser Hardy, der war bei uns in der Schule und das hat mich total fasziniert. Also ich weiß jetzt noch, was er gemacht hat damals. Und dann habe ich mir seinen Zauberkasten gewünscht. Und das hat mich immer begleitet, das Zaubern, dann mit Freunden zusammen. Da war ich, also natürlich, je nachdem, gab es Abschnitte in der Jugendzeit, wo ich es weniger gemacht habe und dann wieder mehr gemacht, aber es war immer präsent. Und es ist enorm faszinierend für mich. Ja, es ist so, eigentlich glaube ich, die Poesie im Zaubern. Also das entdecke ich natürlich erst jetzt so als Erwachsener oder wird es mir immer klarer. Aber ich glaube, es war auch schon als Kind so. Also ich habe als Kind zu den Zauberkunststücken war es mir ganz wichtig, Texte zu machen. Und das war mir fast noch wichtiger als der Zaubereffekt. Kannst du dich noch an deinen ersten Auftritt erinnern? Du hast gesagt, den Zauberkasten hast du in der Grundschule bekommen. Folgte da gleich der erste Auftritt oder wann war das? Wie das so ist, wenn man als Kind anfängt, dann sind natürlich die ersten Auftritte zu Hause. Das ist so in der Familie, die Versuche. Dann mal in der Schule hatte ich mal einen Auftritt an einem Begegnungstag. Das sind so die kleinen Gelegenheiten. Ich weiß aber noch ganz genau meinen ersten, in dem Sinn öffentlichen Auftritt, also wirklich angekündigt als Zauberkünstler an einem Nachmittag. Das war in der Schönstadtfamilie in München. Meine Eltern waren da dabei oder wir waren als Familie dabei. Und da war so ein Adventsnachmittag. Und wie alt warst du da? Da war ich 15 Jahre alt. Und das war eigentlich mein erster so richtiger Auftritt vor großem Publikum. Leuten, die mich auch nicht alle jetzt unbedingt gekannt haben. Warst du nervös? Ja, sehr, sehr nervös war ich. Ich habe am Abend vorher noch
Zuständigen angerufen und gesagt, oh, ich kann nicht kommen, ich bin krank. Der hat dir nicht geglaubt. Und er hat gesagt, ja, es wäre schon toll, wenn es doch klappt, und hat mir ein bisschen Mut zugesprochen. Und dann habe ich das gemacht und es ist natürlich ganz toll gelaufen, weil es sind auch die Familien, die da sind, sind natürlich sehr freundlich und nett und haben viel, viel positives Feedback gegeben. Und das hat mich dann auch bestärkt, im Zaubern weiter öffentlich aufzutreten. Das hat mir sehr viel geholfen. Wie viele Jahre sind seitdem vergangen? Seitdem, ja, das war 1990. Genau. 31 Jahre später sitzen wir hier in Uzwil im Pfarrhaus. Und du hast mittlerweile viele Zaubershows hinter dir, viele Auftritte hinter dir. Wie viele werden es wohl gewesen sein? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe lange Zeit so mit meiner Frau die Vereinbarung gehabt, ein Auftritt pro Monat in etwa. Das war natürlich auch in der Zeit, wo ich halt sehr viel in der Pfarrei 100% gearbeitet habe und die Kinder noch kleiner waren. Und jetzt versuche ich, mehr zu machen, also die letzten 2 Jahre, das zu intensivieren. Weil die Kinder jetzt größer sind. Kinder sind größer. Ich habe in der Pfarrei auch reduziert, um auch ein bisschen Luft zu bekommen dafür. Wenn du zurückdenkst an deinen ersten Auftritt und jetzt an deine letzten Auftritte, was hat sich seitdem verändert? Es ist erstaunlich, dass manches sogar noch gleich geblieben ist. Wirklich? Ja. Also es gibt Kunststücke. Also gut, von meinem allerersten Auftritt, ich glaube, davon mache ich jetzt nichts mehr. Aber so Kunststücke, die ich mir als Jugendlicher dann besorgt habe oder geübt habe, und ein paar sind mir geblieben, die mache ich immer noch. Und habe natürlich an ihnen gearbeitet, habe sie verändert, aber im Prinzip sind sie geblieben. Und was auch geblieben ist, ist meine Freude an Texten, an Geschichten. So die Konstante ist da, und sonst sind natürlich ganz viele Kunststücke dazu gekommen, aber auch viele Techniken und natürlich auch so meine persönliche Weiter- und Ausbildung. Also ich habe Schauspieltraining gemacht, ich habe Auftrittstraining und Sprechtraining und habe da relativ viel investiert, auch Workshops, Zauberworkshops. Und da ist natürlich schon einiges anders geworden. Ja. Wie ist es mit der Nervosität? Ist die noch genau gleich wie damals, als du 15 warst und den Auftritt fast absagen wolltest? Nein. Sie ist schon noch da, je nach Auftritt, oder? Und das ist auch etwas, wo wichtig ist, damit das Adrenalin, das muss natürlich kommen, und es braucht Energie für einen Auftritt. Und da ist die Nervosität gar nicht schlecht, und sie hilft auch, sich vorzubereiten. Und es gibt Anlässe, wo ich mir denke, da fühle ich mich unsicherer, da kenne ich die Situation weniger. Oder solche, wo ich genau weiß, wo ich hinkomme, dann ist natürlich weniger. Wenn ich die Zaubern sehe, dann ist meine größte Frage immer, wie macht er das? Wie schaffst du das? Was ist dein Trick dahinter? Ja, das Handwerk des Zauberers, das ist die Misdirection. Was eigentlich ein falscher Begriff ist, denn es geht nicht um Ablenkung, sondern um Lenkung, um Direction. Also die Kunst des Zauberers ist es, die Aufmerksamkeit der Menschen so zu lenken, dass sie das Geheimnis, das Trickgeheimnis möglichst nicht erahnen. Also dass sie gar nicht merken, dass sie gelenkt werden. Man kann sich das vorstellen wie einen Weg, den man mit den Menschen geht, und die Abzweigung zum Trickgeheimnis, die muss so verrammelt sein, oder wie eine Hecke, dass man da vorbeigeht und überhaupt nicht merkt, dass man vorbeigegangen ist. Das ist eigentlich das Ziel. Das gelingt mehr oder weniger gut, und es ist eine Frage, die man sich, wenn man ein Kunststück konzipiert und einübt,
ganz genau überlegt, wie lenke ich die Menschen, mit welchen Techniken, mit welchen Methoden lenke ich die Aufmerksamkeit. Ist das nicht manipulativ? Ja, sehr. Das ist manipulativ. Es machen wir natürlich auch im Alltag, wir machen das ständig, oder? Versuchen etwas, was uns wichtig ist, den Menschen mitzugeben oder anderen mitzugeben und Sachen, die uns nicht so wichtig sind oder Sachen, die wir nicht wollen, dass sie andere merken, das können wir umschiffen. Und ich glaube, das ist... Zum Beispiel? Ja, im Gespräch kann ich natürlich, wenn ich merke, oh, jetzt kommt auf ein Thema, da will ich eigentlich gar nicht hin, dann kann ich versuchen, da einen anderen Weg einzuschlagen. Ja. Und dann merkt die Person gar nicht, dass sie vielleicht, jetzt ganz woanders vielleicht. Ist. Beim Zaubern ist es natürlich so, da ist es ganz bewusst geplant. Und eben es ist beim Zaubern die Übereinstimmung oder die Vereinbarung, die ja bewusst oder unbewusst bewusst getroffene Vereinbarung mit dem Publikum. Das Publikum will sich täuschen lassen. Und der Zauberer hat die Aufgabe, das Publikum zu täuschen. Und je besser das gelingt, umso schöner. Wie gut gelingt es dir bei deiner neuen Show, die du jetzt seit einigen Monaten aufführst? Es ist erstaunlich gut gelungen. Ich habe diese neue Show ja während dem Lockdown konzipiert. Und das Besondere war daran, dass ich keinen Regisseur hatte. Ich hatte auch kein Testpublikum. Ich hatte meine Frau, die ab und zu etwas angeschaut hat und ihre Meinung dazu gegeben hat. Aber sonst habe ich es allein gemacht. Und das ist speziell, weil es Mentalmagie ist, vor allem Mentalmagie. Also so Gedanken lesen viel. Und das geht immer im Zusammenspiel mit dem Zuschauer. Also ich habe mir den Zuschauer oder die Zuschauerin eigentlich nur vorstellen können. Hab dann gehofft, dass sich die Menschen auch so verhalten, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich bin ganz froh, dass es so, schon das Tryout schon relativ gut geklappt hat. Also von den Rückmeldungen her bin ich sehr zufrieden. Du hast die Show im Lockdown konzipiert. 2019 hast du extra dein Pensum in der Pfarrei runtergeschraubt, um dich mehr dem Zaubern widmen zu können, und dann kam das Coronavirus. Wie war das für dich, gerade auch mental? Der Anfang, die Anfangszeit war für mich lähmend. Also am Anfang hat man gesagt, ja, das kann jetzt dauern, bis man wieder normal auftreten kann. Gerade unter Zauberern war Pessimismus sehr groß. Weil Zaubern ist nicht eine Show, die man abspielt, sondern das ist ein Miteinander. Also man ist immer in Kommunikation mit dem Publikum, im Austausch. Da kann man auch keinen Livestream dazu machen. Ja, wurde dann versucht, haben einige Zauberer gemacht. Und aber das Ergebnis ist nie das gleiche wie eine Live-Show. Und natürlich mit großem technischen Aufwand verbunden. Und da war die Anfangszeit für mich lähmend und habe gedacht, ja, wann werde ich das wieder mal machen können? Das war eigentlich so, dass ich erstmal kaum noch gezaubert habe. Ich habe mich darauf verlegt, angefangen, Gedichte zu schreiben, andere Sachen kreativ zu machen. Und dann war es ganz lustig, weil dann kam, das war vor Weihnachten im Advent, kam von einem Seniorenheim die Anfrage, ob ich fürs Leitungspersonal eine Zaubervorstellung machen könnte. Und da war ich ganz verblüfft und gedacht, ja, ausgerechnet von einem Seniorenheim. Aber wir haben das besprochen, wie man das mit Maske, wie man das mit Handdesinfektion wunderbar machen kann. Und das hat dann auch ganz toll geklappt. Und dann habe ich gemerkt, man kann doch relativ viel machen, sobald es ein bisschen gelockert wird. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis. Und dann habe ich gerade nach Weihnachten angefangen, eine neue Show zu entwickeln. Und zwar unter Corona-Bedingungen, die Show. Also, dass es vom zeitlichen Rahmen her stimmt,
dass die Handdesinfektion Teil der Show ist, dass das alles wirklich unter den Bedingungen funktioniert. Und gedacht, ja, also sobald 50 Leute zusammenkommen können, kann ich das zeigen. Und das war dann, da war ich dann wirklich im Flow. Das hat mir so Riesenspaß gemacht. Und dann hast du innerhalb weniger Monate die Show komplett entwickelt. Ja, das war dann relativ kurz. Also im Januar habe ich angefangen. Ja, und Premiere war im Juni. Genau. Teil der Show ist ein Handdesinfektionsmittelspender, der die Form eines Totenkopfes hat. Das hat mir sehr gut gefallen, dass da immer jeder auf diesen Totenkopf drücken musste. Sehr süß. Ja, das, an der Idee habe ich auch immer wieder Freude. Das sind so Sachen, die haben sich dann einfach so im Ausprobieren für mich im stillen Kämmerlein so immer mehr entwickelt. Erst wollte ich einfach einen lustigen Handdesinfektionsspender, der nicht ganz alltäglich aussieht. Und dann bin ich auf den Totenkopf gekommen, vor allem durchs Thema von der Show. Das Thema ist tief unsinnig. Worum geht's da? In der Show geht es eigentlich um zwei Grundprinzipien vom menschlichen Dasein. Also ganz, ganz tief, tiefsinnig. Also es geht um die zwei Seelen, die eigentlich jeder Mensch in sich trägt. Das eine ist so die Geistseite, das Denken, die Logik, und das andere ist die Gefühlsseite, die Triebseite, die Natur. Und diese zwei Seiten, die habe ich ganz schön als Bild gefunden in Hermann Hesses Narziss und Goldmund. Und der erste Teil der Show kreist so ein bisschen um das Thema, ohne dass man es allzu fest merkt. Und so im zweiten Teil wird es dann explizit, geht es um Narziss und Goldmund. Und um diese beiden Extreme, die miteinander streiten, die miteinander im Widerspruch sind, aber die sich vielleicht doch irgendwie verbinden lassen, kann man das so sagen? Ja, also Narziss und Goldmund sind unzertrennlich. Sie sind komplett verschieden, aber sie brauchen einander. Der eine kann nicht ohne den anderen sein. Narziss und Goldmund, wer oder was ist das eigentlich? Narziss ist ein Mönch in einem Kloster und ein Seelsorger und ein Wissenschaftler, ein Philosoph, ein Mathematiker, ein ganz starker Kopfmensch. Und Goldmund, er kommt auch als junger Mann in dieses Kloster, wird von seinem Vater gebracht und möchte so werden wie Narziss. Aber er ist anders und er hält es nicht aus im Kloster. Er muss fort und Narziss schickt ihn sogar fort. Er sagt, du musst in die Welt hinausgehen. Goldmund ist ein Mensch, der ganz auf der Seite der Natur ist. Er ist ein Träumer, ein Fantasiemensch und er lässt sich von seinen Trieben leiten. Und er erlebt das Leben in den höchsten Höhen und tiefsten Tiefen. Er wird sogar zum Mörder. Er erlebt alles, ja, Vergängliche intensiv mit. Das ist Goldmund. Und Narziss, der bleibt in seinem Kloster, ist mit sich zufrieden, mit der Welt und mit Gott. Aber er weiß, Goldmund ist die verlorene Seite seiner eigenen Seele. Das fehlt ihm. Und das kommt so zum Schluss in dem Buch, wo die beiden sich dann wieder treffen. Und Goldmund weiß, er braucht Narziss, er braucht den Geist von Narziss, sonst verstrickt er sich immer tiefer in die Abgründe. Sie brauchen einander, auch wenn sie ganz weit voneinander getrennt sind. Das Buch wurde ja gerade auch neu verfilmt. Ich habe es nicht gesehen, weil es so grauslich sein muss. Hast du es gesehen zufällig? Ich habe den Film gesehen. Ich war von Anfang an skeptisch, weil es ist eine Geschichte eigentlich von einer Person.
die erzählt wird, die auf zwei Personen aufgeteilt ist. Und das ist eine ganz, ganz innerliche Geschichte. Und die äußere Handlung ist zu wenig. Also ich war auch dann vom Film ja nicht enttäuscht. Ich habe nicht mehr erwartet. Aber das Buch ist ja, das ist oft so, wenn man ein Buch gelesen hat, es ist viel mehr. Es geht wirklich um das Innerste des Menschen. Und das ist im Film, ja, kommt nur bedingt zum Ausdruck. Es geht auch darum, quasi die verschiedenen Seiten an sich selbst zu akzeptieren und miteinander im Einklang zu bringen. Genau, genau. Es kann nicht das eine ohne das andere sein. Hast du deine verschiedenen Seiten akzeptiert? Ja, ich versuch's immer wieder. Und der Goldmund, der ist mir ganz wichtig, ihn immer wieder zum Zug kommen zu lassen. Von Natur aus, so von der Prägung her, hat's der Narziss bei mir leichter. So das Korrekte und Logische und Planbare. Genau. Der hat das Sagen. Und der, interessanterweise ist auch im Roman von Hermann Hesse Goldmund der in Gefangenschaft gerät und der befreit werden muss. Ein gutes Bild, glaube ich, für viele Menschen. Welchem dieser beiden fühlst du dich mehr hingezogen? Welche Seele wohnt ach in deiner Brust? Als ich mich anfangs mit den beiden so beschäftigt habe, da habe ich mir immer gedacht, ja, Narziss, der Kopfmensch, das bin ich. Einfach ein Kopfmensch, immer am Studieren, am Denken. Dann ist mir immer mehr klar geworden, der Goldmund, der ist so wichtig und der lebt so stark in mir. Und es ist für mich ganz wichtig, ihm Raum zu geben, ihn nicht einzusperren. Der Goldmund, also wenn ich es jetzt auf die Zauberei übertrage. Also der Narziss, der denkt sich die Misdirection aus. Die Ablenkung, der versucht das genau zu konzipieren. Der Narziss, der schreibt die Texte, die Geschichten durchdacht. Aber der Goldmund, der ist die Spielfreude auf der Bühne, der ist die Energie. Und ohne den... Jetzt müssen wir kurz stoppen, weil da saugt wer draußen. Ich sag's mal relativ schnell. Ja. Einen Moment. Wir unterbrechen die Podcastaufnahme kurz, weil im Pfarrhaus wird gesaugt. Und dieses Saugen stört leider die Aufnahme. Vergessen. Kann ein Zauberer nicht das Staubsaugergeräusch wegzaubern? Nein. Warum nicht? Das wäre schön. Zaubern ist so unpraktisch. Wenn man es bräuchte, kann man es nicht. Ja. Also ein Staubsaugergeräusch muss man händisch ausschalten. Man kann nicht den... Wie alles im Leben. Alles Wirkliche muss man wirklich machen. Es ist eben nur Illusion. Traurig. Als Kind war meine Lieblingsfigur Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, und die konnte halt wirklich hexen. Ja, genau. Ja. Drum fand ich auch Zauberer cool, aber irgendwann habe ich dann gecheckt. Es ist nichts echt. Es ist Illusion. Ja, genau. Kannst du dich nur an den Moment erinnern, wo du als Kind realisiert hast, das ist Illusion? Nein, das war für mich immer klar. Also da muss ich schon sehr, sehr klein gewesen sein, das weiter als meine Erinnerung zurückreicht. Dass es Tricks sind, das war mir immer klar. Wäre übrigens noch ein spannendes Thema, weil gerade in der jetzigen Zeit die Mentalmagie ein bisschen dazu tendiert, sich als echt darzustellen. Also ich kenne einige Mentalmagier, wo das Publikum zumindest so im Zweifel lassen, hat der höhere Fähigkeiten oder nicht. Und das funktioniert nicht, wenn man Tücher färbt, aber das funktioniert, wenn man Gedanken liest. Weil da ist so, da denkt man, ja, es könnte ja doch sein, dass es sowas gibt. Und damit spielen einige. Und das finde ich dann unehrlich. Also wenn wir vorher das Thema hatten, Ehrlichkeit, Täuschen, ist für mich so lange völlig in Ordnung, solange man dazu steht. Und also außerhalb von der Bühne den Leuten nicht
weismachen will, es wäre was Echtes. Also wenn mich jemand nach der Vorstellung fragt, dann sage ich, tut mir leid, das sind alles Tricks. Von A bis Z. Ja. Und das Setting ist auch ganz klar. Du bezeichnest dich als Zauberer und das ist deine Zaubershow. Genau, genau. Ich bezeichne mich als Zauberspieler. Das ist so meine persönliche Kreation, weil ich mache klassische Zauberkunst, mache auch mal ein Spiel mit den Leuten zusammen, wenn es passt. Und mit dem Ausdruck Zauberspieler ist es sehr weit gefasst. Und das, es ist immer Zauberkunst und nicht irgendwelche Magie oder so. Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Du liest aber auch die Gedanken. Genau, das ist eine sehr schöne Sache. Also, tust du das dann als Seelsorger auch? Nein, das ist eben Zauberkunst. Wenn ich auf der Bühne Gedanken lese, dann ist das Zauberkunst. Es gibt so Techniken, die man Cold Reading nennt, wo man Gedanken lesen kann, wenn man die Menschen genau anschaut, wenn man bestimmte Techniken verwendet, um so deduzieren, ein bisschen wie Sherlock Holmes, oder? Das machen einige, aber das ist sehr schwierig, sehr herausfordernd und das machen die allerwenigsten. Also es ist nur so ein kleines Beigemüse in der Show. Also wenn eine Mentalshow ist, dann ist praktisch alles Tricks und dann gibt's noch so ein bisschen, das i-Tüpfelchen ist, wenn man dann ein bisschen Cold Reading macht, dann, aber da bin ich kein Fachmann und das wende ich auch nicht in der Seelsorge an. Das heißt, du kannst Menschen auch nicht gesund heilen in der Seelsorge? Nein. Ein Seelsorger ist da, um zu verstehen und mit Menschen einen Weg zu suchen. Und den eigentlich, also jetzt Seelsorger im Sinn von einem Gespräch, in einer Gesprächssituation, Menschen, die in Schwierigkeiten sind, in Trauer sind, die nicht weiter wissen, die Möglichkeiten, ihnen zu helfen, ihre eigenen Möglichkeiten zu sehen oder ihre eigenen Gedanken und Gefühle ernst zu nehmen und selber einen Weg zu finden und da die Menschen zu begleiten mit dem großen Vertrauen, dass der Weg da ist, dass er einfach da ist, aber ein bisschen helfen beim Sehen. Das ist Seelsorge. Ganz ohne Tricks. Ganz ohne Tricks, ja. Als Zauberkünstler, da lieferst du ja eine Show ab. Und die Menschen sind fasziniert, sie sind berührt, sie kommen ins Nachdenken. Als Seelsorger im Gottesdienst achtest du ganz bewusst darauf, dass es keine Show wird. Wie machst du das? Wie hältst du das auseinander? Weil du kannst ja gut erzählen zum Beispiel, du kannst ja spannende Geschichten erzählen. Ja. Ich merke, je länger, je mehr, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen Show und Gottesdienst und große Unterschiede. Ich glaube, also eine Show, da ist das schon im Namen, da wird präsentiert, gezeigt und zwar von der ersten bis zur letzten Sekunde. Also eine Show darf keinen Leerlauf haben. Eine Show darf nie langweilig sein. Das ist oberstes Gebot. Du darfst nicht langweilen. Also das ist das ist unglaublich viel Energie, die der Vorführende hineinsteckt. Und das ist im Gottesdienst anders. Also, da darf es langweilig sein? Es darf Momente geben. Es gibt Momente, wo sich der Leitende zurücknimmt und den Leuten Raum lässt in der Stille. Ein Gottesdienst darf ruhig Show-Elemente haben, also es wird ja präsentiert, es wird ein Text präsentiert oder auch werden Gegenstände präsentiert, Rituale. Und ich denke, das ist gut. Glocken zum Beispiel, genau. Die wir jetzt auch gerade hören. Sollen wir die abwarten? Nein, ich glaube, das man versteht uns noch gut. Ja, genau. Also der Gottesdienst, der hat viel Show-Elemente und da darf ich mich als Seelsorger auch mit meiner
mit meiner Energie einbringen, mit meiner Präsenz. Wichtig ist, dass ich mich dann aber auch wieder zurücknehme, dass es nicht von A bis Z ein durchgängiges Präsentieren ist, sondern immer wieder den Menschen Raum lasse, das, was sie aufgenommen haben, zum Klingen zu bringen, nachwirken zu lassen, mehr für sich sein zu können oder auch noch mehr die Gemeinschaft zu erleben. Das ist eigentlich, glaube ich, der große Unterschied. Und langweilig wird ein Gottesdienst dadurch eigentlich nicht, sondern langweilig wird ein Gottesdienst, wenn entweder überhaupt nichts präsentiert wird, was interessant ist, oder zu wenig präsentiert wird, wenn es runtergeleiert wird, dass es nicht ankommt, wenn keine interessanten Gedanken gebracht werden, das kann auch sein, oder wenn die Stille, die Pausen mehr zufällig sind und einfach mal gerade nichts läuft, ohne dass das bewusst gesetzt ist, dann wird es langweilig. Kann Kirche also vom Zaubern was lernen? Ja. Sollte jeder Seelsorger eine Zauberausbildung machen? Eine Zauberausbildung ist natürlich sehr hilfreich, um das Konzept der Lenkung, der Aufmerksamkeit zu haben. Aber ich glaube, es ist schon sinnvoll, wenn jeder Seelsorger eine Ahnung hat von Präsentation. Also das gibt es ja auch in verschiedensten Bereichen. Im Marketingbereich lernt man das auch. Und das ist schon hilfreich für Gottesdienste, wenn man eine Ahnung davon hat, von Timing, wie lang darf ein Element dauern, wann ist es zu lang oder wann ist es zu kurz, wie lang dürfen Pausen dauern, wie werden Pausen gesetzt, das ist hilfreich. Umgekehrt kann die Show vom Gottesdienst auch viel lernen. Und zwar? Mut zur Tiefe. Eine Show muss nicht nur oberflächliche Unterhaltung bieten, sondern sie kann auch tiefe menschliche Inhalte bringen, wo tiefere Schichten anrühren. Ich glaube, da haben viele Shows noch Luft nach oben. In der Bibel passieren wundervolle, zauberhafte Dinge. Wasser wird zu Wein, Blinde sehen wieder, Lahme gehen wieder. War Jesus der größte Zauberer von allen? Wenn ich unter Zauberer das verstehe, was ich mache, nämlich Illusionen, dann war Jesus ganz sicher kein Zauberer. Jesus hat keine Tricks gebraucht, um die Menschen zu beeindrucken. Er hat Geschichten erzählt. Ja, da ist natürlich eine große Gemeinsamkeit, die Gleichnisse. Zauberkunststücke können ja sowas sein wie Gleichnisse, aber er hat sie nicht mit Illusionen visualisiert. Also Jesus war kein Zauberkünstler. Jesus war Seelsorger. Er hat den Menschen etwas gezeigt, das Reich Gottes, die Fülle vom Reich Gottes, was Leben sein kann, was Vertrauen ist, das hat Jesus gezeigt. Und das hat mit Zauberkunst so gar nichts zu tun. Wie gehst du persönlich mit diesen Wundergeschichten in der Bibel um? Es gibt ja, oder gerade Kinder glauben ja eins zu eins, das war ganz genau so. Daher wenden sich auch viele Leute im Erwachsenenalter vom Glauben ab, weil sie sagen, ja, das sind alles Märchen. Wie hast du da einen für dich guten Weg gefunden? Ja, es ist schon die Frage, wie man die Bibel überhaupt sieht. Und ich bin auch mal ein bisschen erstaunt, wie bei Menschen, die kirchlich wirklich sozialisiert sind, wie wenig Kenntnis manchmal darüber ist. Und ich glaube, das ist schon auch eine Frage für mich als Seelsorger, wie vermittle ich die Bibel? Also als historisch, naturwissenschaftlich, medizinisches Buch. Und da ist für mich ganz klar, nein, das ist die Bibel nicht, das will sie nicht sein. Und das wäre auch völlig unsinnig. Die Bibel, das sind Geschichten, die überliefert wurden, die mündlich erzählt wurden, die aufgeschrieben wurden. Und in denen etwas zum Ausdruck kommen soll, die Bilder schaffen für eine innere Erfahrung.
Und was genau historisch, wann, wo, wie passiert ist, das können wir nicht mehr rekonstruieren und das ist auch gar nicht so wichtig, sondern es ist die innere Aussage der Geschichte, der Erzählung, eine Geschichte, dass Gott befreit und der Glaube befreit und eine heilende Wirkung hat, also die Seele des Menschen im Innersten, den Kern des Menschen heilt. Darum geht es in der Bibel. Es geht um den Mensch in seinem Gottesbezug. Und das ist nicht naturwissenschaftlich zu fassen. Es gibt gewisse Christinnen und Christen, die nehmen die Erzählungen der Bibel trotzdem wortwörtlich. Was würdest du diesen Menschen sagen? Die geben sich nämlich nicht zufrieden mit dem, was du soeben gesagt hast. Genau, die werden das auch weiterhin so vertreten und sich daran halten, das wortwörtlich zu nehmen. Sie werden wahrscheinlich sich selber ein bisschen austricksen müssen, weil die Bibel nicht zusammenpasst. Es gibt Geschichten, die in verschiedenen Versionen erzählt werden, wo es von daher schon nicht zusammenstimmt. Die Historizität der Bibel lässt sich nicht so durchziehen. Also wer ein bisschen aufmerksam und ehrlich die Texte anschaut, weiß das. Da kann man natürlich blindes Auge dafür haben und einfach drüber hinwegsehen und dann sind alle Berichte genauso wahr oder man kann sich irgendwelche Lösungen zurechtbiegen. Aber ich glaube, ich würde den Menschen vor allem sagen, um was geht es in der Bibel? Was will die Bibel dir mitgeben? Was wollen die Geschichten? Und nimm das an oder nimm die innere Aussage mit. Und es geht immer letztlich, es geht ums Vertrauen. Das ist das Wichtigste und Größte und die Historizität, die ist nicht das, was Halt gibt im Leben. Vielen Dank für dieses Gespräch. Bitte, gerne. Danke auch. Das war unsere magische Podcast-Folge zum Thema Zaubern. Wenn ihr den Zauberkünstler Klaus Kremminger sehen wollt, wie er jongliert, dann schaut doch auf unserer Insta-Seite vorbei. Oder ihr kommt einmal in eine Live-Vorstellung von Klaus Kremminger. Man kann ihn übrigens abbuchen. Ich habe noch eine schöne Ankündigung für euch. Ein toller Webdesigner hat uns eine Webseite gezaubert für unseren Fadegrad-Podcast. Dort könnt ihr euch auch für den Newsletter anmelden, dann bekommt ihr eine Erinnerung, wenn ein neuer Podcast erscheint. Schaut mal vorbei auf fadegrad-podcast.ch. Ich bin schon gespannt, wie euch die neue Webseite gefällt. Macht es gut, eure Ines. Fadegrad.